Da bin ich wieder und zu blöd, die Energie am Ende aufzusammeln. Ich hab's halt ganz arg drauf. Wenn ich wenigstens sehen würde, wie viel Energie die jeweiligen Waffen abziehen. Nicht so viel wie seine. Wäre ich entweder etwas motivierter oder noch viel unmotivierter. Weil einen Arsch voll E-Tanks verloren. Supi. Supi, supi. Komm, das verschwende ich jetzt nicht. Ey, das hat mich nicht getroffen, bitteschön. Ist mir egal, ich bin Dr. Fucking Wily. Wenn ich sage, das trifft, dann trifft das. Ist mir egal, ob du Mega Man bist oder ob das Spiel Regeln hat. Fick Regeln, ich bin Dr. Wily. Fisse. Ja, komm, bringen wir es hinter uns. Superklasse. Ein Schaden, ernsthaft. Oh. Oh. Okay. Danke für die Info. Okay. Danke, danke, danke. Diesmal unterbreche ich nicht, oder einmal haltet ihr es noch mit mir aus. Diesmal ziehen wir es von links auf. Auf der rechten Seite sind die leichteren Gegner, glaube ich. Bubbelmann? Halt. Ja, ich stelle mich an wie der erste Megamensch. Haben wir Bubbelmann zerbubbelt? Nee, war ja gar nicht Bubbelmann, war Hitman. Als nächstes kommt Woodman, Leaf Shield, was auch immer. Hm, jetzt stelle ich mich hier auf der Seite richtig gut an. Hier war Metal, Metal, Metal. Da. Ja, King Kong, wir wissen's. Halt, nein, 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 jetzt hätte ich beinahe... Wenn man da zu spät oder zu lange wartet, ist der Teleporter aktiv und man kommt nicht mehr drüber. Denn selbst wenn man in der Luft da drüber ist, ist vorbei. Au. Dankeschön. So, Flashman Dingsy. Na, hüpf doch, hüpf doch. Ne, 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 ne. Wen hatten wir hier? Ach, Imshack. Nehmen wir mal den R-Dingsy. Huch. Und noch zweimal Metal Blade, glaube ich. Huch. Da habe ich... Das ging ja richtig flott. Thank you.
Da ist die Motivation wieder ein bisschen da, wie ihr merkt. Ja, das so eine Waffe, da wäre ich nie drauf gekommen. Ich wollte jetzt einfach nur mal durchprobieren und das war rein zufällig die erste, die ich gegriffen hatte. Wer denkt denn, dass man ein Flugschiff mit Minen beschießen muss? Okay, sind Haftminen, also da ist schon ein bisschen Sinn mit drin, aber trotzdem. Da ist er hin. Yeah, wir haben Mega Man 2 durchgespielt. Oder doch nicht? So, diesmal kommt aber der wirklich letzte Boss. Von dem sollte man sich nicht treffen lassen. Der zieht eine ganze Menge ab. Hier war ich Ewigkeiten schon nicht mehr. Aber ich glaube, sein Bewegungsmuster war nicht das Schwerste. Au. Au. Huch, die Teile ziehen ja auch eine ganze Ecke ab. Na danke. Okay, das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Dann schauen wir mal, womit er Schaden nimmt. Wily kann auf einmal fliegen und sich verwandeln. Und er ist jetzt einer der Pflanzmänner aus Dragon Ball Z. Zumindest erinnert er mich stark dran. Okay, das ist offensichtlich nicht die Waffe gegen ihn. Das auch nicht. Probieren wir aus. Selbst wenn wir Game Over gehen, wir fangen immer wieder hier an. Ist doch einfach und freundlich und nett. Heatman, Airman, hatten wir Airman? Nee. Das Muster hier ist auch nicht wirklich so schwer, wenn man noch ein bisschen Geduld hat. Und nicht einfach blind durchrennt, wie ich gerade. Hoppala, das war knapp. Na nun komm, wir wissen's doch. Wir kennen die Verwandlung. Schauen wir mal, ob das was bringt. Nö. Ach, ist egal, dann machen wir ihn halt mit dem Buster kaputt. Oder auch nicht. Hm. Bubble Man? Nee, komm. Doch, ich werd verrückt. Da wie ihr seht, der Boss ist alles andere als schwer. Kann doch nicht Bubble-Lied sein, komm. Okay, so einfach wie der Boss ist, kann ich mir vorstellen, dass sogar Bubble-Lied ihm schadet. Au. Er hat halt immer dieses ein und dasselbe Bewegungsmuster, aus dem man nicht abweicht und zielt halt dahin, wo man gerade steht. In ihn reinhüpfen sollte man nicht, ich glaube, das macht eine ganze Ecke Schaden. Der Kampf ist etwas monoton, finde ich schade für ein letztes Duell, aber ich habe schon schlimmere gesehen. Verdammt! Verdammt, verdammt! Na nun komm. Okay, jetzt werde ich... Für mich ist gerade doch ein bisschen spannend, eben weil... Ein oder zwei Treffer, dann ist vorbei für mich.
Gut, das war's. Piu, 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 piu. Ah, das ist ein schön angenehmes Geräusch. Besser als jeder Wecker. Und da ist der Akku leer. Früher fand ich schade, dass Wily das Teil nicht einfach auf den Kopf fällt. Finde ich heute immer noch ein bisschen schade, wäre lustig. Damit ist das Spiel abgeschlossen. Huch, wo war denn da gerade das Mikro? Das habe ich mir fast in die Nase gesteckt. Eine Stunde 41. Das ist ein richtig cooles Outro, wie ich finde. Zu jedem Anzug oder zu jeder Waffe, die hier präsentiert wird, hat Mega Man... Ne, Quatsch. Blub, blub. Zu jedem... Ja doch, zu jedem Anzug, den er anhat, verändert sich ja mit jeder Waffe, wird die passende Jahreszeit präsentiert. Oder das passende Wetter. Gut, damit haben wir auch Mega Man 2 abgeschlossen. Ich habe mich ein bisschen dümmer angestellt als erwartet. Natürlich musste die Musik kommen. Schon eine ganze Weile her, dass ich das letzte Mal durchgespielt habe. Ja, was gibt's zu sagen? Hab mich ein bisschen dümmer angestellt als gedacht. Dementsprechend hat es etwas länger gedauert. Trotzdem, Yuichis Papa war auch mit dabei. Yuki-chans Papa. Danke, dass ihr dabei wart. Danke an Yuki-chans Papa. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei, zu sehen, wie... wie ich mich angestellt habe wie ein Depp. Vielleicht freut ihr auch schon euch auch schon auf den dritten Teil. Es war der, den ich am häufigsten gespielt habe, aber heißt nicht, dass es der ist, den ich am besten kann. Ist auch, glaube ich, der längste Teil, den ich in Erinnerung habe. Oder 4 und 5 und 6, also alle danach habe ich im Prinzip nur einmal durchgespielt. Guti. Also dann, Freunde, bis zum nächsten Mal.